Okay, Leute. Wir sind vor dem Schloss und haben Duke getroffen. Ich hoffe, ihr seid mal wieder dabei, aber mal ehrlich, du solltest dich mal gegen Adipositas untersuchen lassen. Aber der ist auch so riesig, der Kerl. So, ich musste kurz was trinken. Ich habe halt auch schon den ganzen Tag extremen Durst. Aber ich denke, im Moment ist es noch kein Problem. Ja, außerdem habe ich durch das Paket, das ich gekauft habe, ich habe ja gleich den Bonusinhalt auch gekauft. Allerdings, was ich nicht brauche, ist dieses Resident Evil 7 Spiel-Image dazu. Oh, ich musste kurz furzen. Schloss Dimitrescu. Könnte Rose hier sein? Aha. Ach, das ist das aus der Maiden-Demo. Verstehe schon. Drei Töchter: Bella, Cassandra, Daniela. Ganz hübsche Mädels. Fünfter Januar, Redneck, Lieferung, ein Mann, drei Frauen. 28. Januar, Miranda, Treffen mit Lady Dimitrescu. 1. Februar, der Duke, Geschäftsgespräch. Moment! Dimitrescu. Ach, das ist die Frau, jetzt weiß ich's wieder. So, dieses überreiche Schnödelgesicht, der mache ich jetzt mal schön alles kaputt. So, hier ist Geld. Wir haben eigentlich 120. Nichts passiert. Okay. Von der anderen Seite verschlossen. Und kaputt. Und kaputt. Ich will ja nicht so viel Krach verursachen. Okay. Findet der vier. Was zum Teufel? Bin ich in der Gothic-Band gelandet? Ja, was zum. Also, ich meine, dass mich eine Frau niederwirft, das kenne ich aus einer anderen Lebenslage, aber die rammt mir dann keine Sichel in den Knochen. Männliches Blut. Also ich bin in der komplett. Wieso einmal reicht das? Leg mich im Arsch. Mutter, ich bringe frische Beute. Ihr seid so gut zu mir, Mädchen. Ja, das ist die Frau von vorhin. Gut, dann zeigt mal her. Sieh an, Ethan Winters. Also ich weiß, den dass kindischen Spielen meines Bruders entkommen. Ethan ist, glaube ich, dann zeig mal, was das zu 75. Hast. Das heißt, er ist ungefähr ein ja, bisschen größer als diese Mädels. Die Alter ist locker noch mal einen Meter größer. Die ist 2,70 Meter. Aua! Und die trinkt und die schlägt auch noch einmal runter. Wah! Schon etwas abgestanden. Dann lass ihn uns gleich verspeisen, Mutter. Ich war es, die ihn geschnappt hat. Na, na, Mädchen. Erst informiere ich Mutter Miranda. Aber später. Später bekommt jede ihren Anteil. Zieht ihn hoch. Hey. Hey.
Pass besser auf, was du sagst, Ethan Winters. Lass mich runter! Okay, Leute, also Lady Dimitrescu ist anscheinend auf jeden Fall. Ja. Ich muss hier raus, bevor sie zurückkommen. Hallo. Okay, meine Tastatur hat einfach mal so 10 Sekunden gar nicht reagiert. Ja gut, bei der linken ist ja schon egal, aber rechts. Was ich mich schon immer gefragt habe. Und das schon seit längerer Zeit. Jetzt habe ich den Faden verloren. Egal. Okay. Oh, man kann ihr Weinglas klauen. Alter, das Bett ist auch richtig, richtig geil. Kann ich mit dem Hebel irgendwas machen? Nö. Gibt's in dem Raum sonst irgendwas? Ja, geil, ich kann die halbe Einrichtung zerlegen. Saugeil. Okay, gut, gut. Oh, ihre Kommode kann ich auch durchstöbern. Nö. Das machen wir lieber nicht. Nö, hier gibt's auch nichts. Hier gibt's auch nichts. Die hat einen richtig geilen Schreibtisch. Ließe sich leicht rein. Okay, gut, ja, das weiß ich schon. Okay, 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 okay. Ich weiß halt nicht, ob die tatsächlich irgendwann nach einer Zeit wiederkommt. Weshalb ich mich jetzt mal verpissen werde. Okay, ja. Ist auch in Ordnung. Oh, ich könnte vielleicht auch mal wieder aufstehen. Okay. Darf ich mal? Danke. Munition wäre halt nicht schlecht, aber ich glaube nicht, dass hier sowas einfach versteckt ist. Ja. Okay. Das ist ein üppiges Schloss. Okay. Einmal ehrlich, wem ist denn das nicht aufgefallen, dass da einfach so ein Loch in der Wand ist? Hinter dem Kamin. Wo haben Sie Rose hingebracht? Okay. Der Duke! So sieht man sich wieder! Duke, was machen Sie hier? Wenn es was zu verdienen gibt. Und, hast du deine Tochter gefunden? Nein. Wenn sie wirklich hier ist, hält die Herrin des Hauses sie doch sicher in ihren privaten Gemächern fest. Denkst du nicht? Dimitrescu?
Genau die. Sieh dich doch mal dort um. Vielleicht hast du Glück. Apropos umsehen. Brauchst du irgendwas? Mal überlegen. Okay, ich habe hier gerade eine offizielle Quelle gesichtet. Also, Lady Dimitrescu ist mit Stöckelschuhen und Hut ungefähr 2,90 Meter. Da kann man jetzt, also ein Hut hat durchschnittlich 8 cm und Stöckelschuhe haben so um die 9 bis 10. Ich weiß nicht, High Heels haben vielleicht sogar 11. Naja, sagen wir, sie ist 2,70 Meter groß. Das ist gigantisch, Leute. Das ist einfach gigantisch. Ach du Scheiße. Okay, Untersuchung. Northrend's Labyrinth. Northrend, ein Handwerker des späten 19. Jahrhunderts, wurde in seinem Heimatland als Ketzer gebrandmarkt. Er wanderte umher, bis er sich in einem abgelegenen Dorf niederließ. Dort schuf er 4 Kugellabyrinthe, das Schloss, das Haus auf dem Hügel, das Wasserrad und den eisernen Turm. Kurz nach ihrer Fertigstellung hielt er sich eine Waffe an die Schläfe und nahm sich das Leben. Jedes Labyrinth ist einzigartig und funktioniert nur mit einer der jeweilig speziell gefertigten Metallkugel. Die Labyrinthe enthalten kristalline Überreste, bei denen es sich um die menschlichen Überbleibsel von Nafirens 4 geliebten Frauen handeln soll. Die Labyrinthe sind ihre Gräber. Naja. Okay. Jetzt kann ich zumindest mal den Text zu Ende lesen. Finde der 4 Enkel Antlitz und du wirst errettet. Okay. Okay, okay. Ich weiß leider gar nicht, wo ich jetzt überhaupt hin soll, aber naja. Das ist verriegelt, das kriege ich nicht. Okay, okay, okay. Ich sollte vielleicht mal wieder die Ansicht da weggeben. So. Also, Lady Dimitrescu ist auf jeden Fall 2. Das haben die ja vielleicht gehört. Andererseits, ich habe mit Absicht Untertitel eingestellt. So ist es leider zwar ein bisschen geschummelt. Okay. Was zum... Kannst du... Oh! Wir geben einem netterweise sogar Hinweise. Rotes Auge. Okay. Ei. Aua. Junge, was bleibst denn du da stehen? Ich habe lange keinen Mann mehr aufgeschlitzt. Ich fessel dich. Schlitz dich auf
und sieh einfach zu. Willst du tot oder lebendig verspeist werden? Du wirst eine tolle Dekoration für den Saal. Hoppa. Oh. Yep. Ich bin da mal weg, ne? 9. Juni 1958. Heute war mein erster Arbeitstag im Schloss. Ich war schockiert zu erfahren, dass die Bediensteten allesamt Frauen sind. Die Herrin und ihre Töchter waren überaus eppig darauf, zu betonen, dass sie nicht beißen würden. Das war schon ein bisschen merkwürdig. Aha. Naja. Gut, daher, dass eher so scheint, als ob das eine Vampir-Lady ist. Ja. Wundert mich auch nichts mehr. Oh. Shit. Da ist sie. Okay. Sie hat uns mal nicht gesehen. Na gut, die wird auch wahrscheinlich nicht erwarten, dass wir hier sind. Ich habe zur Not jetzt auch die Samurai Edge, die ist ja in einem DLC-Pack dabei gewesen, das ich mitgekauft habe. Ich wusste allerdings nicht, dass es auch beim ersten Durchspielen... Oh. Und ich weiß auch sonst von den restlichen DLC-Inhalten eher wenig. Ah, aber das kenne ich aus der Demo. Komm schon. Mann, komm schon, Ethan, ich weiß, dass es so geht. Vielleicht mit zu wenig Anlauf. Ja, man muss rennen. Okay, das wusste ich nicht mehr. Okay, gut. Aber was ist hier? Trust the light. Ja. Ja, genau, eine Folterkammer. Ist klar. Klebt überall getrocknetes Blut an. Ich will es gar nicht wissen. Hilf mir, Bruder. Hilf mir, Mister Bruder. Oh Gott, kennt ihr diesen Idioten? Hilfe! Okay, das ist der Maidenraum, das erkenne ich wieder. Aber, was für einen Mehrwert hat... Na, da setze ich mich aber bestimmt nicht hin. Was für einen Mehrwert bietet es mir, jetzt hier zu sein? Ich glaube nämlich, dass ich hier noch gar nicht sein sollte. Also, ich werde mal die Füße in die Hand nehmen und der Dimitrescu hinterherlaufen. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob das so eine schlaue Idee ist, aber naja. Oh, es ist sowieso zu. Naja, wäre auch zu schön gewesen.
Jetzt interessiert mich aber mal eins. Ich will die hier mal untersuchen. Okay, Feuerkraft 110. Okay. Was hat die normale Pistole so? 100. Okay. Ach, das ist dann wahrscheinlich nur so eine Gagwaffe, oder? Untersuchen. Ja, okay, die Shotty hat schon um einiges mehr. Gut. Dann ist es ja nicht so schlimm, dass ich das verwende. So viel stärker ist es ja auch nicht. Okay. Hier waren wir schon. Gut. Irina, gesunder Appetit. Michaela, gesunder Appetit. Lois, gesunder Appetit. Ingrid, instabil, teilweise übertrieben, aufgeweckt. Was? Okay, Drogenküche. No drugs, kids. No drugs. Oh, ich habe vergessen, immer wieder in die Kuppeln zu schauen. Obwohl, man kann das, glaube ich, auch sehen. Alter, ich habe so viel Pistolmuni. Ich habe so viel Pistolenmunition, das ist Wahnsinn. Okay. Aber ich hätte gern mehr Schottimuni. 10 Stück ist schon nicht schlecht. So. Wie weit geht denn das hier noch? Bleibst du liegen? So. Alter, das wird noch größer. Geht's noch? Okay. Ingrids Halskette. Oh, das war Ingrid. Hallo, Ingrid. Ah! Drecksack. Weiß das zufällig jemand, ob man denen wie in Resident Evil... Oh, hallo. Entschuldige, Resident Evil 5 konnte man das machen. Da konnte man den Gegner noch so richtig hart eine reinhauen. Das war auch eine tolle Sache. Kann ich da rein? Nein. Gibt's hier irgendwas? Ja. Oh, ein Fluchttunnel. Nice. Nicer Scheiß. Okay. Hier gibt's sicher irgendwo noch mal wieder irgendwie was. Ich habe ein paar Zellen ausgelassen beim Öffnen, sehe ich gerade. Na, das werden wir jetzt noch schnell nachholen. Wo waren das?
Okay. Was könnte ich übersehen haben? Das habe ich alles? Irgendwie vielleicht. In den Zellen. Oder. Wieder so einen blöden Stein. Bestanden. Ab. Irina, Miaela, Lois, Ingrid. Abgelehnt. Dandora, Greta, Nadine, Camellia, Bianca, Melina, Astrid, Ludmilla, Rosalinda, Lina, Stefana, Gabriela. Wow. So. Ich habe so das ungute Gefühl, dass das wahrscheinlich irgendwas ist, was ich entweder noch nicht finden kann oder noch nicht finden soll. Aber normalerweise müsstest du ab dem ersten Betreten eigentlich alles finden können. Ah, da vielleicht, nö. Ich schaue jetzt auch mal mit Absicht ein bisschen mehr nach oben. Vielleicht ist es nämlich wieder so ein Stein, der irgendwo klebt. Wenn man anleuchtet, dann sieht man ihn natürlich, ansonsten eher nicht. Nein, 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 nein. Will ich mit denen irgendwas machen? Nö. Okay, den Abteil haben wir schon mal. Sehr gut. So, ab hier geht's dann weiter. Wo haben wir was übersehen? Wo könnte noch was sein? Oh, X ist schnell umdrehen. Oh, schön. Okay, auch nicht. Gibt's hier wirklich nichts? Wo werden das, Alter? Wo soll hier was sein? Ich weiß, es ist hier langweilig zuzusehen, wie ich hier rumgurke. Oh! Ja! Na, geht doch! Ich will nämlich hier nicht mehr zurück müssen. Ich denke mal, so vorteilhaft ist das Ganze eigentlich nicht. Okay, hier wird's, ich sehe schon, hier wird's gleich ab, richtig hart abgehen. Wichtig. Wichtig. Standard. Okay. Cassandra kriegt aber auch nichts alleine geregelt. Hallo? Nicht übel. Hol ich mir später. Wo
Jetzt mach doch ein bisschen Mann. Schneller. Geh weg. Deine Kugeln können mir nicht an. Okay, aber kälter anscheinend. Ne, friert's uns nur rum. Komm her. Ich fühle keinen Schmerz. Was? Mein Körper zerfällt. Ja, weniger rauchen. Ich glaube es nicht. Oh, okay, man kann sie auskontern. Wow. Latti Schotti, Latti Schotti, Latti Schotti. Oh. Okay, never mind. Hab's auch so geschafft. Also, anscheinend sind die nicht so gut gegen Kälte resistent. Gut, ich hol mir noch schnell den Scheiß, der da unten ist. Oh, jetzt auch noch Flintenmuni gegeben. Ich bin mir ziemlich sicher, es lohnt nicht, hier dann nochmal hinzumüssen. Ich schaue zuerst, ob das mit den Kisten dann auch passt. Alter, ist doch das reinste Labyrinth hier. Okay. Da. Fängt das wieder an, die blöde Sucherei. Naja. Scannen. Okay, nein, hier ist nichts mehr. Hier sehe ich ehrlich gesagt auch nichts. Die Kiste habe ich schon kaputt gemacht. Ich habe am Anfang was übersehen. Ach, okay. Gut, Moment, der Raum ist... Ist der extra gekennzeichnet oder gehört er da dazu? Egal, ja, Umsehen schadet ja nie. Ich muss mir wirklich mit der Steuerung noch vertraut machen, sonst drücke ich einmal versehentlich Steuerung statt Shift und ja. Heilmittel verschwendet, ne? Oh. Man hätte auch anscheinend das zweite Fenster noch aufschießen können. Sanguis Virgin. Warte, was? Schon wieder wurde eine in den Keller geschickt. Dabei hatte sie bloß die Suppe verschüttet. Jeder weiß, was einen da unten erwartet. Man kommt nie wieder raus. Sie bluten einen aus und die Seele ist dazu verdammt, durch die Gänge zu wandern. Ich war nach ihr sehen. Sie war nur Haut und Knochen und hat an einem Rattenkadaver geneigt. Ja gut, wenn du nichts anderes hast. Ich vermute, ich bin die Nächste. Dann hau hier ab, Mann. Ich meine, das sieht zumindest noch appetitlicher aus als bei den Bakers. Obwohl. Ja, zumindest die Kräuter und das... Oh, die können Knoblauch essen. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Hardcore-Vampire. Scheiße, Mann. Was haben wir uns da bloß wieder angetan? Rückstoßkompensator. Ups. Heil ausrüsten. Ja, das ist Resident Evil, so wie wir es kennen. Oh, ein Dietrich. Ah, hier wird diese Mechanik dann eingeführt, ne? Kleinganove. Oh, aus Holz? Oh, die ist vielleicht was wert.
Ach, das ist der... Los, 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 los. Zum Duke. Ich geh zum Duke. Ich geh speichern. Und weil du stets ein treuer Kunde warst, konnte ich meinen Service erweitern. Du willst dich nur umsehen. Tu dir keinen Zwang an. Okay, Das zweimal, kristallener Torso, brauche ich auch nicht, Weinglas, brauche ich auch nicht, Engelstatue aus Holz, Ingrids Halskette, ist nicht kombinierbar, okay. Mittenmunition, Samurai, okay, ja, egal. Bestätigen. Gesehen und gekauft. Okay, sollte man... Herzlichen Glückwunsch. Damit entgeht dir wirklich gar nichts mehr. Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Glaub mir, mein Freund. Okay, wir erhöhen einmal die Feuerkraft. Und die Nachladegeschwindigkeit. Ich schau mal, was ich herstellen kann. Auf Wiedersehen. Okay, ich werde noch ein bisschen Munition einkaufen. Gerne. Noch etwas? Hals. Und Leute, wir sehen uns im nächsten Part. Habe die Ehre, bis zum nächsten Mal.